hier auf dem Kanal von Your Handmade. Ich habe genauso wie viele andere Anfang des Jahres angefangen, sehr viel Krimskrams auszusortieren. Ich habe in meinem Kleiderschrank begonnen und war sehr schockiert, beziehungsweise eigentlich habe ich damit gerechnet gehabt, aber dass es dann wirklich so viel ist. Ich habe wahrhaftig zwei Drittel aussortiert, weil die Klamotten entweder schon wirklich totgetragen waren oder ich zum Teil auch die Sachen einfach überhaupt gar nicht getragen hatte. Ja, das hat mich ein bisschen schockiert und ich sollte auf jeden Fall mein Konsumverhalten sehr stark überdenken. Nun gut, trotzdem waren da eben auch einige Sachen dabei, die zwar kaputt waren, aber die ich einfach nicht wegwerfen wollte, weil es entweder meine Lieblingssachen mal waren oder mir das Motiv so gut gefallen hat, wie auch immer. Darunter war ein T-Shirt, das hat ein super schönes Waldmotiv mit ein paar Hirschen und ich habe dieses T-Shirt einfach geliebt und ich habe es auch sehr, sehr oft getragen und ich wollte es einfach nicht wegwerfen. Also habe ich mir überlegt, was man daraus machen kann. Denn dieses Loch, was es hatte, konnte man einfach nicht so gut reparieren. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Also habe ich mir eine Alternative überlegt zum Wegwerfen und dachte mir, okay, das würde sich perfekt für ein Kissen eignen. Es hatte die perfekte Form dafür, es hatte ein schönes Motiv und es war auch einfach vom Stoff her ein guter Stoff, um daraus ein Kissen zu machen. Ja, gesagt, getan, das habe ich nun auch gemacht und möchte euch zeigen, wie ich da genau vorgegangen bin, damit ihr gegebenenfalls, wenn ihr auch schon aussortiert habt oder es noch vorhabt, vielleicht auch nicht alles wegwerft, was kaputt ist, sondern da vielleicht auch noch selbst was draus machen könnt, irgendwas Schönes. Ja, was braucht ihr alles dafür? Ihr braucht natürlich einmal ein T-Shirt oder irgendwas Ähnliches. Ihr braucht eine Schere und einen Stift, eine Nähmaschine oder ihr näht es per Hand, das geht natürlich auch. Ihr braucht auf jeden Fall Füllwatte. Ich habe, glaube ich, etwa 300 Gramm oder ein bisschen mehr Füllwatte benutzt. Das hängt aber natürlich auch davon ab, wie groß euer Kissen wird. Und es ist auch sinnvoll, ein Lineal, beziehungsweise es gibt auch diese Nählineale, die kann man auch sehr gut benutzen, um eben auch rechtwinklige Linien zeichnen zu können. Ich habe mich entschieden, dass mein Kissen 40×40 cm groß sein soll. Das hat einfach sehr gut gepasst, weil das T-Shirt halt sehr weit ausgeschnitten war und damit war das kein Problem. Das hängt natürlich einfach davon ab, was ihr für T-Shirts habt, auch welche Größe ihr tragt, das ist ganz unterschiedlich und ihr könnt natürlich auch einfach ein kleineres Kissen, 30×30 cm oder auch noch viel, viel größeres Kissen nähen. Das hängt ganz davon ab, wie viel Stoff ihr habt. Ihr könnt natürlich auch zwei unterschiedliche T-Shirts zusammennähen. Wenn ihr jetzt zwei T-Shirts habt, die vielleicht ein einfarbiges als Rückseite und eins mit Motiv als Vorderseite, würde natürlich auch gehen, so könntet ihr zwei T-Shirts retten. Als erstes schneidet ihr ganz grob das T-Shirt auf, also einfach entlang der Nähte, dreht es am besten auf links und schneidet einfach gerade entlang der beiden Seitennähte und oben und unten ab. Das muss jetzt auch noch gar keine schöne Form haben, Hauptsache so die ganzen Nähte sind weg. So, dann macht ihr euch an die genaue Abmessung. Dafür braucht ihr auf jeden Fall das Lineal und einen Stift. Ich habe erst mit einem relativ hellen Stift das angefangen aufzumalen, einfach falls ich mich vermale, damit ich da nicht gleich irgendwie so einen dunklen Strich habe, den ich nicht mehr wegbekomme. Und habe dann aber zum Schluss mit einem dunklen Stift nachgemalt, damit ich es einfach beim Nähen besser sehe. Wenn ihr Nähprofis seid, dann braucht ihr das vermutlich nicht. Ich nähe halt einfach nicht so oft und ich wollte auf Nummer sicher gehen. Dann habe ich die Linien, die ich mir vorgemalt hatte, mit Stecknadeln abgesteckt und habe rundherum nochmal in etwa 1 cm Abstand drumherum geschnitten. Das ist dann die Nähzugabe, die man braucht. Einfach damit man das besser nähen kann mit der Nähmaschine. Also 1 cm ist relativ viel, ihr könnt natürlich auch 0,5 cm nehmen, aber ich finde 1 cm ist immer am angenehmsten. Dann ging es ans Nähen und es hat mich zum Teil zur Weißglut gebracht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mit der Nähmaschine nähe, irgendwas funktioniert immer nicht. Entweder der Faden reißt oder er verknotet sich mit dem Unterfaden, Oberfaden. Auf jeden Fall, in diesem Fall war es wirklich so, dass der Faden jedes Mal gerissen ist, wenn ich die Rückwärtsfunktion nutzen wollte und dann wieder vorwärts nähen wollte. Teilweise war es auch, dass er gut genäht hat vorwärts und alles war top und zwischendurch hat er einfach aufgehört, die Naht richtig zu nähen und man hatte dann so lose Stücken zwischendrin.
hat mich wirklich kirre gemacht. Daher ist meine Naht auch alles andere als schön. Aber es hat am Ende irgendwie funktioniert. Ich habe auch super viele gute Tipps bekommen auf Instagram, dass es vielleicht die Fadenspannung ist oder man nochmal sich die Nadel angucken sollte oder Fadenqualität. Das werde ich alles auch nochmal prüfen, denn das kann einfach nicht sein, dass man da solche Aggressionen entwickelt. Ich denke, dass man das Problem sehr gut lösen kann. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch alternativ per Hand nähen, das ist vielleicht ein bisschen aufwendig. Aber wenn ihr eh häufiger mit der Nähmaschine näht, dann werdet ihr das auch hinkriegen auf jeden Fall. Nun gut, also es hat dann irgendwann geklappt und ich habe einmal drumherum genäht. Achtet bitte darauf, ganz ganz wichtig, dass ihr einen Teil freilasst. Ich habe etwa 10 cm freigelassen, also nicht das komplette Kissen zunähen, sondern zum Schluss 10 cm freilassen. Einfach dort müsst ihr das Kissen umdrehen und dort wird dann eben auch die Füllwatte eingefüllt. Weil wenn ihr es komplett zunäht, dann ist halt zu. Dann könnt ihr da nichts mehr reinpacken. So, also ihr dreht das Kissen nun auf links, nicht auf links, sondern wieder auf die normale Richtung, die richtige Richtung quasi, und fangt an, die Füllwatte reinzustopfen. Ich empfehle, wenn ihr habt irgendwie einen Holzstab, irgendwas, womit ihr das reinstopfen könnt, es geht auch ein Stift oder ähnliches, aber wobei ein Lineal ist vermutlich besser. Also nehmt vielleicht ein Lineal zum Nachstopfen, einfach weil ihr kommt in die Ecken, die am anderen Ende des Lochs sind, werdet ihr nicht so gut rankommen. Und es ist sehr viel einfacher. So, ihr stopft dann also eure etwa 400 Gramm Füllwatte da rein, wenn euer Kissen genauso groß ist wie meins. Und sobald ihr damit fertig seid, müsst ihr dieses Loch zunähen. Ich habe es so zugenäht, dass man die Naht am Ende nicht sieht. Das funktioniert so, dass wenn ihr die Nahtzugabe, die stopft ihr ja auch nach innen auf beiden Seiten. Das heißt, ihr habt auf beiden Seiten eine Doppellage Stoff. Und ihr näht für diese unsichtbare Naht immer nur an dem inneren Stoff, also an der Nahtzugabe. Und das macht ihr quasi im Zickzack. Ihr zieht die Nadel einmal durch die eine Seite, durch die innere Lage der einen Seite und dann durch die innere Lage auf der anderen Seite und habt dadurch dann eben eine Art Zickzack oder Welle und könnt dann, wenn ihr den Faden zuzieht, werdet ihr sehen, dass sich die Naht schließt und ihr den Faden nicht mehr seht, beziehungsweise die Naht nicht seht. Das ist eine super Alternative für Kissen oder eben alles, was man so dann noch unsichtbar zunähen möchte. Es sieht natürlich nicht so aus wie die Naht von der Nähmaschine, aber dafür ist es unsichtbar und es reicht vollkommen aus. Damit ist das Kissen auch schon fertig. Also wenn man jetzt nicht so große Probleme mit seiner Nähmaschine hat wie ich, sollte das auch wirklich sehr, sehr schnell gehen. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ich mag es sehr gerne, auch aufgrund des Motivs. Deswegen habe ich auch das T-Shirt unglaublich gerne getragen. Und auch der Stoff ist unglaublich schön weich. Und wie ihr ja auch seht, wir haben eine anthrazitfarbene Couch und daher passt es hier auch perfekt hin. Und ich bin sehr froh, dass dieses T-Shirt ein zweites Leben bekommen hat und nicht in den Müll gelandet ist. Klar, es gibt auch noch andere Alternativen für kaputte Klamotten, zum Beispiel, dass man eben Lappen draus macht, die man wiederverwenden kann, indem man sie einfach dann wäscht. Oder auch sich Wattepads nähen kann. Also es gibt ja wirklich unglaublich viele Ideen. Ich wollte eine Deko-Idee haben, weil für Wattepads und einem Lappen wäre mir das Kissen bzw. wäre mir der Stoff von dem T-Shirt einfach zu schade gewesen, weil das Motiv einfach so schön war. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte und eine kleine Idee geben konnte, was ihr mit euren kaputten Klamotten machen könnt, bevor ihr sie wegwerft. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist und ihr Lust auf noch mehr solcher Videos habt, dann schreibt mir doch gerne einen Kommentar. Oder abonniert meinen Kanal.